Ja, hallo zusammen. Hallo, lieber verdeckter Vermittler. Tut mir leid, dass meine Antwort auf dein tolles Projekt erst jetzt kommt. Ich habe das vorher einfach nicht gesehen. Weißt du, wie das im Internet ist? Manchmal gehen die Sachen unter. Aber jetzt habe ich es gesehen und jetzt bekommst du natürlich auch von mir eine Antwort. Selbstredend, denn Lösungsansätze finde ich immer gut. So, was habe ich für einen Lösungsansatz? Jede Menge massig. Ich rede ja in meinen Videos eigentlich momentan nur noch über Lösungsansätze, das sind aber mehr Ansätze, die sich auf die Lösung der inneren Konflikte beziehen, weil das natürlich die Basis ist, auf der sich das alles aufbaut. Aber wenn wir jetzt mal auf so Lösungen für Gruppen oder für Einzelmenschen gehen, dann kann ich einfach nur direkt unser Projekt, was wir hier haben, unseren Freiraum Burkhardshof, direkt mal als Lösungsvorschlag anbieten. Einfach nur, Leute, bildet Gemeinschaften. Das ist ganz simpel. Ich meine, viele Menschen verbringen gerade sehr viel Zeit in irgendwelchen Camps vor irgendwelchen Bankenvierteln, was gut ist und toll ist, aber letzten Endes auch wieder so eine Sache. Ich meine, die Leute haben uns die Scheiße eingebrockt, wenn wir uns jetzt vor deren Tür setzen und quasi denen wieder die Verantwortung dafür geben, es zu ändern, das wird eh nichts. Die werden das eh nicht machen, das bringt gar nichts. Aber wenn 50% von den Leuten, die jetzt da in diesen Camps sitzen, sich einfach mal anstatt vor ein Bankenviertel auf ein Stück Land setzen und da anfangen, selbstverwaltet zu leben, mit eigenem Essen anbauen oder so, ja, dann sieht das, glaube ich, schon ganz anders aus. Und diese Energie, die da jetzt ist in den Leuten, diese Energie, die Leute dazu befähigt, so lange da auszuharren, das ist ja eine gewaltige Energie, die da drin steckt. Diese Kraft, die sollte man etwas konstruktiver nutzen, weil die wirft man dann wieder den Banken in den Rachen, wenn man davor sitzt. Das bringt ja gar nichts, ne? Also lieber, bildet Gemeinschaften, ganz simpel. Realbeispiel hier bei uns, Burkhardshof, ihr könnt das alles natürlich verfolgen im Internet, wie wir das hier machen. Völlig autark sind wir noch nicht, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt drauf zu. Wir fahren halt mehrgleisig. Wir haben uns hier, also die Daniela hat uns quasi einen Hof dargelegt, in dem sie den Kredit aufgenommen hat und das Ganze als Freiraum erklärt hat. Und jetzt unterstützen wir sie hier mit den Renovierungssachen und was es halt alles zu tun gibt. Wir haben ein Feld angelegt in Permakultur. Wissen auch noch nicht so wirklich, wie das geht, aber probieren halt rum und können auch schon die ersten Sachen ernten. Stefan aus Smoking Whale, der macht hier Musikinstrumente. Also wir haben quasi schon eine Kreativwerkstatt, sag ich mal, die im Aufbau ist. Und dafür kann man dann natürlich auch wieder, dadurch kann man natürlich auch wieder Geld generieren. Die Sachen werden natürlich nicht unbedingt verschenkt, die werden verkauft. Und so gibt es die Möglichkeit, einfach mit positiver Energie doch wieder ein bisschen Geld zu generieren. Ja, das ist einfach, ja, ich denke, das ist die Lösung, das ist für mich die Patentlösung, deswegen lebe ich jetzt in der Gemeinschaft, nicht zum ersten Mal, jetzt zum Glück wieder. Und für mich gibt es keinen anderen Weg, keinen anderen logischen Weg, weil gemeinsam sind wir einfach stärker und können uns besser auffangen und meiner Meinung nach ist der Mensch auch ein Kollektivwesen. Und wir wissen ja alle, wo uns diese gesteuerte Singularisierung hingeführt hat, die auch von außen echt gefördert wurde. Und da lasst uns einfach rausgehen, lasst uns Gemeinschaften bilden. In der Stadt, auf dem Land, sonst wo, das geht überall, das geht in der Stadt genauso gut wie auf dem Land. In der Stadt ist es manchmal etwas einfacher, weil die Infrastruktur dichter ist als auf dem Land. Aber wir sehen auch hier momentan live, dass es auf dem Land auch möglich ist. Ja, was machen wir hier noch? Wir haben einen Umsonstladen, der ist im Aufbau. Wir bieten Wohnraum, kostengünstig für Leute, die hier mitarbeiten. Und versuche halt den Wert des Menschen zu sehen und nicht irgendwie zu gucken, wie viel Miete kann der zahlen, sondern was kann der Mensch einbringen. Und auch wenn er vielleicht nichts irgendwie handwerklich direkt einbringen kann, einfach durchs Dasein, durchs Mitten in der Gruppe Dasein, durch in diesem Gruppenprozess mit sein, da kann man auch schon viel, ja, das bringt viel. Und man lernt sehr viel dadurch, ne? Ja,
Habe ich schon 5 Minuten gelabert. Super. Also, du wolltest das kurz und knapp haben, deswegen höre ich jetzt auf. Und ich sage einfach, meine Patentlösung für die neue Weltordnung, Leute, hört auf, euch gemeinsam zusammenzurotten und Banken zu belagern. Das bringt eh nichts, sondern geht gemeinsam irgendwo hin, nehmt euch ein Gebäude, besetzt das Gebäude zur Not. Wenn da jemand Fragen hat, wie man Gebäude richtig besetzt, kann er sich gerne an mich wenden. Ich habe da ein bisschen Erfahrung und macht es einfach. Und je mehr das machen, desto weniger haben die auch die Möglichkeit, die einzelnen Leute abzuschießen. Weil wenn es dann einfach überall Freiräume gibt, dann wollen die dann auch machen. Ja, einfach raus aus dem System, in ein neues System, beziehungsweise ein neues System erwachsen lassen aus dem gemeinsamen Zusammenleben. Das ist mein Lösungsvorschlag. Dann beende ich das jetzt Nicht hier. schneiden. Ich kann es Und sagen, du kannst es schneiden. alles Gute. Warte. Tschüss. Oder? Ach, Moment, Ja, Moment, warte. da kommt noch jemand. Aha. Weil dann brauche ich es nicht nochmal extra zu sagen. Aber das, was der Gunnar gerade gesagt hat, ist quasi genau die Idee, die wir letztes Jahr auch schon hatten. Wo wir gesagt haben, macht keine Demo-Camps mitten in der Stadt, wo ihr der Polizei ausgesetzt seid, sondern macht Demo-Camps auf dem Land. Sucht euch Höfe, wo ihr gebraucht werdet, wo ihr euch nützlich machen könnt. Und dann sind das kleine Demo-Camps mit 5 bis 10 Leuten vielleicht, aber wo die Polizei nichts machen kann. Wie hier, was sollen sie hier machen? Das hier ist eine Demo, das ist ein Demo-Camp. Und wir demonstrieren nicht für oder gegen irgendwas, sondern wir demonstrieren, wie man alternativ leben kann. Ganz So, genau. und da sehe ich halt auch schon, dass da sehr viel passiert ist. Also wir sitzen ja gerade mittendrin. Ja. Yeah. Ja, Ja, komm, sicher, jetzt ja, lernen komm, wir jetzt eine kommt. neue Ah, ja, komm, jetzt machen wir hier direkt einen Schmuddel. Aha. Schmuddelwellen noch Tada! Holla, lieber verdeckter Vermittler. Yeah, peace, man. Yeah. Peace. Ja, wir sind mitten dabei, die Lösung zu leben. Und es ist eigentlich, finde ich, hat's nicht unbedingt mit mehr tun, sondern mit weniger zu tun, zu sich selbst finden, gucken, was möchte man, seine innere Ruhe kommen. Im Umgang miteinander, was mir halt immer sehr auf der Seele liegt, ist dieses, ja, wenn man merkt, irgendwo stößt man an, dass man eine Resonanz hat, dann ist das irgendein Thema in mir selbst. Einfach auf sich selbst gucken, was trägt man mit sich rum. Jeder von uns trägt seine Päckchen mit rum. Wenn man sie genau anschaut, verschwinden aber ganz, ganz viele. Denn ganz viele unserer Päckchen, die uns das Leben so schwer machen, die haben wir von der Gesellschaft aufoktroyiert bekommen. Die wurden uns anerzogen, die tragen wir unser ganzes Leben mal mit rum, wenn man es möchte. Ich möchte nicht mehr, mir geht es besser damit. Genau. Kann jeder, wir sind hier nichts Besonderes, wir sind hier nicht die absoluten, ja, was weiß ich. Ne? Natürlich. Ja, naja, Oh, brauche ich schon. Ne? schade. Also Lebensfreude, Spaß haben, gucken, dass man was findet, wo man sich wohlfühlt, was man tut. Dann sieht das Leben ganz anders aus. Kriegst von mir auch noch ein extra Video nochmal. Ja, cooler Ja. Aufruf. Wir hoffen, Ja, dass super da cooler Aufruf. noch mehr von euch sich vor die Kamera setzen, sich zeigen und Genau. eure Gedanken. Wir wollen auch einfach eure Gedanken haben. Die sind mehr als Gold wert. Ja. Und mir ist das egal, was ihr denkt. Aber ich freue mich über jeden Gedanken, an dem ich teilhaben kann. Ne? Ich weiß, dass viele so denken wie wir. Das sieht nur nicht so aus, weil Ja. keiner Maul aufmacht. Ich finde es halt auch immer cool, dass wenn man dann anfängt, mehr zuzuhören als zu erzählen, dass man einfach immer wieder was lernt. Ja. So, es gibt für mich keine dummen oder was weiß ich Leute, von jedem kann ich irgendwo was Das ist lernen, wenn Inspiraterie. ich es merke. Inspiraterie. Ja, das ist gut. Das ist Ja. sehr schön. Ja. Ja. Dann, Prima. kurz und knackig. Halbwegs. Halbwegs. Okay, wir haben 10 Minuten gleich. Ja, okay. Wir blenden hier aus an dieser Stelle und Moment. Sagen, ne, wer Interesse hat und nach Leuten sucht, die auch schon da am Ball sind, dieses Logo Genau. zeigt, wer am Ball ist und Da ist wer eine mit Fliege auf dabei der ist. Kamera, genau. Sucht nach Man diesem will's Logo, finden. sucht nach diesem Logo, wo ihr es findet. Die Leute könnt ihr anquatschen. Und zu dem Logo machen wir heute auch nochmal extra Video, um das nochmal reinzubringen. Ja, das ist eine Lösung. Unsere Lösung. Ja, vielleicht eure. Gibt Gut. viele Wege. Ja, dann sage ich mal. Ciao.